Leute, was geht ab? Euer Costel. Ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich habe mich mal dazu entschieden, einfach mal eine andere Optik zu wählen, mich einfach mal hier vor diese Kleiderstange zu stellen. Diese Kleiderstange hat allerdings nichts mit dem heutigen Video zu tun, denn im heutigen Video soll es um Übergangsjacken gehen, also Jacken für den Herbst, denn in Deutschland ist das Wetter immer sehr unberechenbar und ja, ich weiß nicht, ob sich der Sommer schon verabschiedet hat, ob er nochmal wiederkommt. In Deutschland ist das ja echt immer schwer zu sagen und deswegen dachte ich mir, ich mache jetzt mal ein Video über Herbstjacken. Falls ihr noch eins über Winterjacken haben wollt, schreibt das gerne in die Kommentare. Das wird auf jeden Fall auch noch kommen, denke ich. Aber da es jetzt erstmal in Richtung Herbst geht, dachte ich mir, ich mache mal ein Video dazu, weil die Jacken, die gibt es jetzt schon in den Shops. Und die sind auch meistens sehr schnell vergriffen. Deswegen ist es jetzt an der richtigen Zeit, sich eine coole Herbstjacke zuzulegen. Und ich werde euch in diesem Video meine 4 Essential Herbstjacken vorstellen, wo ich sage, die sollte man auf jeden Fall im Kleiderschrank haben, weil die braucht man auf jeden Fall. Die sehen cool aus. Und ja, ich würde sagen, nach einem kurzen Intro geht das Video los und viel Spaß dabei. Ja, 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 ja. Coming in, ja. Yeah. Flex, I just wanna win. So, willkommen zurück, Leute. Wer es noch nicht gemacht hat, abonniert jetzt gerne meinen Kanal. Lasst dem Video jetzt schon mal einen Daumen nach oben, da ich würde mich natürlich sehr über euren Support freuen. So, dann wollen wir auch loslegen mit dem Video und ich fange direkt an mit der Jacke, wo ich sage, das ist die essentiellste Übergangsjacke, die meiner Meinung nach am Start ist, die ihr unbedingt haben solltet. Ich habe dazu auch schon mal ein komplettes Video gemacht, wird hier oben natürlich verlinkt, könnt ihr euch gerne reinziehen. Aber die Jacke, über die wir hier reden, ist natürlich die Jeansjacke. Wer mich kennt, der weiß, dass ich die Jeansjacke fast das ganze Jahr trage. Also die Jeansjacke ist für mich so, ja, einfach die coolste Jacke ever. Eine Jacke, wo ich sage, die muss einfach in den Kleiderschrank. Ob es jetzt bei einer Sommernacht ist, wo es abends ein bisschen frischer wird oder über den Herbst oder wann auch immer. Die Jeansjacke passt wirklich immer und die Jeansjacke passt auch einfach zu extrem vielen Looks. Deswegen finde ich, ist die Jeansjacke einfach so die, ja, meiner Meinung nach das Number One, so das Must-Have an Jacken, was ihr auf jeden Fall im Kleiderschrank haben solltet. Ihr wisst, ich habe es auch im letzten Video schon gesagt, wenn es um Jeansjacken geht, finde ich persönlich einfach, dass die Levi's Jeansjacken echt richtig, richtig gut sind. Wir hatten auch bei Forage, unserer Eigenmarke, hatten wir auch eine sehr, sehr schöne Jeansjacke. Die ist leider sold out, aber ich zeige sie euch noch einmal ganz kurz. So, da bin ich auch wieder. So, das hier ist unsere Jeansjacke von Forage. Extrem hochwertig. Wir haben halt, wie ja, bei Levi's gibt es das zum Beispiel nicht. Wir haben zum Beispiel hier diese Push-Buttons. Ihr seht das hier. Diese Push-Buttons zum Festmachen, halt nicht diese Knöpfe zum Durchdrücken. Und ja, das ist unsere Jeansjacke. Ich trage hier gerade, man sieht es jetzt leider nicht ganz, ich trage hier gerade so eine navy-blaue Chino-Pants mit so einem weißen Basic-T-Shirt. Und das ist auch schon so ein richtig perfekter Look, meiner Meinung nach, wo eine Jeansjacke halt richtig, richtig gut aussieht. Und ja, Jeansjacke ist halt, wie gesagt, mein absolutes Favorite, wenn es um Jacken geht. Und wie gesagt, das kann man das wirklich das ganze Jahr übertragen. Also Jeansjacke auf jeden Fall mein absolutes Favorite, wenn es um Jacken geht, finde ich, ist das auf jeden Fall eine Jacke, die in den Kleiderschrank gehört. Wenn ihr jetzt jemand seid, der sagt, er friert sehr oft und so weiter und so fort, dann gibt es natürlich noch die Alternative mit Fellbesetzung. Also die Jeansjacke ist dann gefüttert mit Fell. Gibt es auch bei Levi's, gibt es auch bei diversen Anbietern für weniger Geld. Aber ich muss sagen, die von Levi's, ich werde nicht gesponsert von Levi's oder ähnliches, sind wirklich gut, muss man sagen. Kosten, glaube ich, um die 120 Euro. Natürlich verlinke ich euch alle Teile, die ich hier im Video erwähne, unten in der Infobox. Deswegen checkt die Infobox auf jeden Fall ab. Wer jetzt nicht so auf Jeans steht oder mal eine Alternative braucht, auch falls ihr schon eine Jeansjacke habt. Es gibt halt im selben Schnitt und in derselben Form gibt es auch ähnliche Jacken mit Cord. Cord ist absolut im Trend, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Es gibt wunderschöne braune Cordjacken, werde ich euch auch unten in der Infobox verlinken. Ja, super schön, kann man easy kombinieren. Ich blende euch auf jeden Fall mal ein paar Bilder ein, weil ich habe sowas auch im Kleiderschrank, trage sowas auch extrem gerne, auch Cordjacken mit Fellfütterung. Richtig, richtig gut. Das ist auf jeden Fall meine Essential-Jacke Nummer 1, die ich euch ans Herz legen möchte. Und wie gesagt, alles findet ihr unten in der Infobox verlinkt.
So, wir kommen zu Jacke Nummer 2 und das ist eine Jacke, die ich auch extrem feiere, und zwar ist das die College-Jacke. Also College-Jacke, ich sag mal Strich-Strich Bomberjacke, die sind ja von der Silhouette, von der Passform sind die ja relativ ähnlich, aber so die klassische Bomberjacke finde ich irgendwie mittlerweile nicht mehr ganz so cool. Natürlich gibt es noch coole Pieces, aber ich finde die so ein bisschen ausgelutscht, und was einfach viel mehr im Trend ist, was viel aktueller ist, ist einfach die College-Jacke. Ich sag mal, der Vater aller College-Jacken ist natürlich die Teddyjacke von Saint Laurent. Ich blende sie euch mal eben ein. Ist ein sehr brutales Teil. Allerdings kostet diese Jacke einfach 2000 Euro, was natürlich nicht für jedermann bezahlbar ist, was total nachvollziehbar ist. Ich habe leider selber auch keine. Ich habe nur eine sehr ähnliche Variante gekauft, damals von Weekday. Die gab es für 80 Euro, sieht optisch sehr, sehr ähnlich aus, ist auch sehr cool. Hat eine sehr gute Qualität, findet ihr leider so nicht mehr. Ich habe mich natürlich auf die Suche gemacht und habe für euch coole College-Jacken unten in der Infobox verlinkt, deswegen schaut auf jeden Fall rein. Aber die College-Jacke ist meiner Meinung nach eine super perfekte Jacke. Sieht stylisch aus, cool zu Casual-Looks, cool zu Street-Looks, zu schickeren Looks jetzt nicht so. Aber für die anderen beiden Sachen passt das wirklich sehr gut. Was natürlich ein absolutes Merkmal ist, meiner Meinung nach, bei Übergangs-, bei Herbstjacken, ist, dass man immer einen Hoodie drunter tragen kann. Also wenn ich mir so Jacken kaufe, dann achte ich persönlich immer darauf, dass die Jacken nicht zu eng sitzen, sodass ich halt noch einen Hoodie drunter tragen kann. Weil im Herbst, wie gesagt, das Wetter ist wirklich unberechenbar. Und deswegen sollte man halt immer darauf achten, dass man einfach einen Hoodie drunter ziehen kann. Weil wenn es mal ein bisschen kälter ist, wenn es mal unter die 10 Grad Grenze geht, dann bietet sich das auf jeden Fall an, einen Hoodie drunter zu tragen. Und wenn es zu warm ist, kannst du halt die Jacke ablegen oder was auch immer. Aber ich würde halt immer darauf achten, dass ich noch was drunter ziehen kann, weil dann hat die Jacke direkt so eine doppelte Funktion. Oder ihr könnt sie halt auch noch tragen, wenn es ein bisschen kälter ist. Und man kann halt dieses sogenannte Layering anwenden, also wenn man mehrere Klamottenschichten trägt. Deswegen achtet da auf jeden Fall drauf beim Kauf eurer Jacke, dass ihr immer ein bisschen Platz da lasst, dass man auch noch irgendwas drunter ziehen kann. Weil im Herbst, sage ich jetzt mal, einfach nur ein T-Shirt unter so einer Jacke zu tragen, ja, wenn es noch so 15 bis 20 Grad ist, kein Problem. Aber wenn es dann kälter wird, kriegt ihr auf jeden Fall Probleme. Deswegen nicht, dass ihr euch dann ärgert. Achtet auf jeden Fall darauf, dass genug Platz da ist, dass man auch ein Hoodie drunter tragen kann. So, wir kommen zu Jacke Nummer 3. Und das ist eine Jacke, ja, ich habe zwar gesagt, dass die Jeansjacke mein absolutes Favorite ist, aber Jacke Nummer 3 ist halt auch so ein Ding, wo ich sage, absolutes Must. Ich trage es unheimlich gerne, und es gab auch schon ein komplettes Video dazu. Und zwar ist das das Flanellhemd. Flanellhemd, ihr kennt mich, wer mir auf Instagram folgt, der weiß, ich trage das Flanellhemd einfach extrem häufig. Ich trage es extrem gerne. Wer mir noch nicht folgt, hier mein Kanal, schaut auf jeden Fall vorbei. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und dort bekommt ihr halt tägliche Inspirationen in Sachen Mode und Lifestyle. Deswegen checkt es auf jeden Fall ab. Aber zurück zum Flanellhemd. Also Flanellhemd für Casual Looks, für Street Looks, super, super gut. Ich blende euch hier mal ein paar von meinen Looks ein, die ich ganz cool finde eigentlich mit dem Flanellhemd. Wie gesagt, ob es jetzt eher streetiger ist, ob es jetzt im Herbst ist mit ein paar Boots oder so, das Flanellhemd kann man echt super, super gut kombinieren. Deswegen ist das auf jeden Fall ein Piece, wo ich sage, das solltet ihr im Kleiderschrank haben. Worauf ihr achten solltet beim Flanellhemd, wenn ihr es jetzt für den Herbst-Winter kauft, ist einfach, dass es ein bisschen dickeres Flanell ist und nicht diese dünnen, flatterigen, die man eventuell im Sommer einfach trägt, weil soll natürlich auch eine gewisse Funktion erfüllen, soll natürlich auch ein bisschen vor Kälte schützen. Deswegen achtet einfach darauf, dass ihr ein bisschen dickeres Flannel kauft. Ich verlinke euch wie immer coole Flannels unten in der Infobox. Und auch hier gilt wichtig, dass man auch immer einen Hoodie drunter tragen kann, weil so ein Flannel, je nachdem wie dick es ist, es gibt coole Flannels mit Fellfütterung, sind natürlich auch sehr geil. Aber wenn es jetzt ein normales, einfach ein bisschen dickeres Flannel ist, dann ist es natürlich super gut, wenn man einen Hoodie drunter tragen kann. Und deswegen achtet auch hier drauf einfach, dass ihr es nicht zu eng kauft, weil ich finde, gerade so ein Flannel sollte immer so ein bisschen, so einen leichten Oversize-Fit haben. Und deswegen achtet auf jeden Fall drauf. Zur Not nehmt einfach eine Größe größer, und das Ganze sieht immer noch sehr cool aus. Deswegen Flannel auf jeden Fall. Gönnt euch auf jeden Fall eins. So, und dann kommen wir auch schon zum letzten Piece, und das ist eine Jacke, die ja, meiner Meinung nach auch im Kleiderschrank vorhanden sein sollte. Ich trage sie im Herbst relativ häufig, aber es ist auch eine Jacke, wo ich sage, die kann man auch mal
ja, wie gesagt, in so einer Sommernacht, wenn es etwas frischer wird, tragen. Und zwar ist das das sogenannte Oberhemd. Ich blende euch hier mal eins ein, was meiner Meinung nach so ein relativ typisches Oberhemd ist. Und zwar diese khaki-grüne Variante mit den Brusttaschen. Ihr kennt das sicherlich alle. Ganz früher habe ich halt super gerne auch diese Bundeswehrjacken getragen. Falls ihr da mal nachschauen wollt, checkt mal auf jeden Fall eBay ab und Co., weil dort gibt es halt viele von diesen Jacken zu kaufen, die kosten echt wenig Geld und die haben halt eine Bombenqualität. Falls ihr jetzt keinen Bock auf so eine Bundeswehrjacke habt, dann könnt ihr natürlich auch immer bei Zara oder ASOS oder wo auch immer oder bei Zalando vorbeischauen. Die haben sowas echt immer en masse. Da gibt es natürlich immer viele verschiedene Farben. Meiner Meinung nach diese khaki-grüne Variante ist wirklich sehr cool. Sieht immer cool aus mit braunen Chino-Pants, mit weißen Hosen sieht das auch sehr cool aus. Man kann Hoodies drunter tragen, was auch immer. Also sie ist echt super gut kombinierbar. Deswegen empfehle ich euch auf jeden Fall, so eine Oberhemdjacke im Kleiderschrank zu haben, weil ich sag mal, es ist halt mehr was für Casual Looks und bei Casual Looks in Verbindung mit Chino Pants oder auch mit normalen Jeans und Boots sieht das einfach immer richtig, richtig gut aus. Deswegen solltet ihr euch so eine Jacke zulegen und wie gesagt, meine favorisierte Farbe ist auf jeden Fall dieses Olivgrün, weil es ist auch einfach mal was anderes als diese Standardfarben, die man jetzt so im Kleiderschrank hat. Was für diesen Herbst natürlich noch eine sehr coole Farbe ist und was man jetzt viel in den Shops sieht, ist dieses ja, beige, sandfarbene Oberhemd. Finde ich auch sehr geil, verlinke ich euch natürlich alles unten in der Infobox. Farbtechnisch kann man da echt viel mit anstellen, man kann es easy kombinieren und deswegen auf jeden Fall eine Empfehlung von mir, sich ein Oberhemd zu kaufen. So Leute, das war es mal wieder von diesem Video. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Inspiration für den Herbst mit auf den Weg geben. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, Fragen zu den Produkten, Fragen zum Video, schreibt es gerne in die Kommentare. Lasst mir natürlich auch gerne ein Feedback da. Sagt mir, wie euch das Video gefallen hat. Das würde mich natürlich sehr freuen zu erfahren. Und ja, wer noch nicht abonniert hat, macht das jetzt. Video liken und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao.